Rune Fortress, also. Sprechen wir mal rasch noch mit Lex. Ich wollte mich noch verabschieden, weil ich an einen anderen Ort beordert wurde. Huch, dann noch eine Sache, bevor du gehst. Wie hat es sich angefühlt, gegen einen Blood Soulworker zu kämpfen? Waren sie wirklich so stark? Sie hatten einige Schrauben locker. Ich würde mir nicht zu viel von ihnen versprechen. Haha, allein die Tatsache, dass gebaute Individuen beinahe ebenbürtig gegen Soulworker gekämpft haben, ist unglaublich interessant. Ich werde sie umbauen und verbessern, damit wir sie dieses Mal für unsere Zwecke verwenden können. Sei gespannt. Du willst sie umbauen? Sind es denn keine Menschen? Du meinst, sie sind welche? Sie haben in ihren Körpern viele Maschinenteile. Deshalb dachte ich, es wären keine. Haha. Dr. Lex, ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Ah, da bist du ja, Sora. Wie war doch gleich der Name von dem Blood Soulworker? Ravan, du hast bei der Besprechung wieder geschlafen. Der Geisteszustand von diesem Ravan ist nicht ganz normal. Gibt es vielleicht einen Grund dafür? Ich kümmere mich um Ravans geistige Verfassung und alles andere. Überraschenderweise sind Gespräche möglich und er greift nicht ohne Grund an. Ich sehe gute Chancen für eine Behandlung. Ich habe sein Gehirn untersucht und es sieht aus, als wäre er einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Er scheint den Kampf nicht zu wollen, ist aber nicht fähig, Befehle zu verweigern. An erster Stelle müssen wir die Gehirnwäsche rückgängig machen. Danach soll Dr. Lex einige Untersuchungen vornehmen. Ja, Experimente mit lebenden Wesen sind meine Spezialität. Doktor? Bitte sag so etwas nicht. Wirklich, nicht witzig. Du hast den Auftrag erhalten, die Blood Soulworker zu finden? Wenn ihr zurückkehrt, werde ich soweit sein, dass wir mit Ravan sprechen können. Lily, du hast diesen Blood Soulworker eingefangen. Ich werde ihn so umbauen, dass er dir hilft. Ich habe kein Interesse an ihm. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Ist das so? Dann gehört Ravan wohl mir? Hey Sora, ganz schön motiviert. Ist ja auch eine Chance auf eine Beförderung. Es sieht ja nun wirklich gut aus. Hihi. Ah, okay. Neuling, ich hörte, diesmal gehst du mit Kupp ab? Ja, das stimmt. Dieser Dummkopf. Seine Kapuze macht zwar was her, aber eigentlich ist er ein Idiot. Er trägt zum Beispiel einen Kapuzenpullover, aber keine Jacke, obwohl es in Rune Fortress kalt ist. Oder er steht einfach nur da, obwohl er sich eine Erkältung einfangen könnte. Wenn du dir solche Sorgen machst, komm nur einfach mit. Nein, ich kann nicht aus Grey City weg, weil ich noch Dinge zu erledigen habe. Kannst du ihm diesen Schal von mir geben? Das ist ja wirklich rührend. Gib ihn mir, ich werde ihn überbringen. Ja, danke Neuling, viel Erfolg. Also, wir verabschieden uns hier Stück für Stück aus Grey City. Oh Mann, jetzt muss ich mich ja fast bei Ahmad entschuldigen, oder? Oh, du bist wieder da? Ich habe schon mit Ahmad gesprochen. Er hat mir keine Einzelheiten erzählt. Er meinte nur, dass du Grey City kurz verlassen willst. Wenn weder Hendrik noch der NED-Konzern hier sind, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Schade. Ich hätte mich gerne länger mit dir unterhalten. Ich weiß zwar nicht, was genau du machst, ich erinnere mich aber gut daran, dass du immer fleißig am Arbeiten warst. Ich selbst kann zwar jetzt nichts mehr machen, aber eines Tages werde ich auf meinen eigenen zwei Beinen wieder meinen eigenen Weg beschreiten. Ob der Tag wohl kommen wird? Ahmad, hast du nichts zu sagen? Nein, habe ich nicht. Wir sehen uns ja eh bald wieder. Verstehe. Dann lass mich dir eine langweilige Geschichte erzählen, bevor du aufbrichst. Ich entscheide, ob sie langweilig ist oder nicht. Also, erzähl schon. Ah, danke. Es ist nichts Besonderes. Ich wollte nur sagen, dass ich auch mal ein Soulforcer war. Ein Soulforcer? In diesem Aufzug? Früher haben wir das natürlich nicht getragen. Ich wollte meine Fähigkeiten ausreizen und den Menschen helfen. Jetzt bin ich zwar nichts Besonderes mehr, aber damals... Und immer stand sie an meiner Seite. Sie war die Entschlossenheit in Person. Sie war stark und unnachgiebig. Eine großartige Frau. Wir haben unsere Kräfte vereint und alle Hindernisse in unserem Weg beseitigt. Und jedes Mal wurde unsere Verbindung noch tiefer.
Doch dann begann ich an meinem Weg zu zweifeln. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Vermutlich gab es Auslöser dafür. Mit der Zeit haben wir uns immer weiter voneinander entfernt. Deswegen hat sie... Diese leuchtende weiße Flamme hat mich verbrannt. Diese Wunden sind von damals. Wurdest du etwa verraten? Verraten? Nein, Verrat würde ich das nicht nennen. Wir waren bloß unterschiedlicher Meinung. Sie war wunderschön, obwohl sie mich fast mein Leben gekostet hätte, war sie doch so schön. Ich empfinde keinen Hass für sie, ich habe es damals erkannt. Für mich war sie ein Wesen, das vom Himmel gekommen war, um mich zu richten und zu verändern. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht, aber ich weiß, dass sie immer noch nach ihren eigenen Regeln leben wird. Ich darf nicht verlieren, und wenn es nur darum geht, irgendwann einmal wieder vor ihr zu stehen, dafür darf ich jetzt nicht aufgeben. Du bist also auch ein ziemlich merkwürdiger Kerl. Haha, ein Glück, dass du das noch erkannt hast. Ich bin ein merkwürdiger Mensch. Trotzdem bin ich nicht so glücklich darüber, dass ich mir so etwas von dir anhören muss, Amad. Wusste ich es doch. Du findest mich merkwürdig. Naja, wir sind uns ebenbürtig. Jedenfalls empfinde ich große Bewunderung dafür, dass du so fleißig in Gray City geholfen hast. Ich habe Hoffnung für die Zukunft. Du bist aus eigenem Willen aufgestanden. Ich verteile weder Hoffnung noch Mut an irgendwelche Leute. Haha, wenn du das so sagst, gibt es sogar mir noch Kraft. So, ich will dich nicht weiter aufhalten. Verabreden wir uns für das nächste Mal. Sehr interessant. Was meinst du? Du kannst nicht gut lügen. Ha, Amad. Ich will auch nicht lügen. Aber jag mir trotzdem keinen Ermittler auf den Hals. Ich habe schon zu viel gesagt. Falls ein Kind vorbeikommt und das hört, zeigt es sonst noch das Sternheinkopf an. Meinst du? Wen kümmert schon, was ein langweiliger Typ da vor sich hin brabbelt? Ich durchschaue dich nicht. Ich glaube nicht, dass es ganz so schlimm ist. Aber gut. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf ein weiteres Treffen mit dieser Person. Naja, dein Leben ist ja auch langweilig. Da kann man sich schon auf so etwas freuen. Amad, hast du nicht noch etwas zu erledigen? Ups, hast du mich erschreckt. Ich werde mich da mal auf den Weg machen. Bitte verzichte auf allzu harte Methoden. Sehe ich etwas so aus? Darum brauchst du dich wirklich nicht zu sorgen. Okay, dieser Monolog zwischen Nathan und Amad ist ja auch wieder sehr, sehr verdächtig. Was hören die im Schilde, die zwei? Ich glaube, denen werden wir nochmal storytechnisch begegnen. Da bist du ja. Bist du in Gray City fertig? Ja, ich habe mich schon von allen verabschiedet und mache mich jetzt auf den Weg. Übrigens, du bist viel ruhiger geworden als damals. Ist das was Gutes? Ich dachte, du hättest nach diesem Vorfall einen Schock erlitten. Leider habe ich schon viel schlimmere Dinge erlebt. Jetzt ist in mir nur noch Wut übrig. Dann ist es ja gut. Gut, verlier keine Zeit und mach dich auf den Weg nach Rune Fortress. Mist, verbinde doch! Es wurde schon verbunden, du kannst aufhören. Udren, ich bin's, Henrik. Ich weiß, wie könnte ich dich vergessen? Der Typhon, der in Taubenau aufgetaucht ist, in dem 300 Menschen verschwunden sind, das hast du angeordnet, Udren, oder? Nein. Natürlich warst du das. Sukarak hat Typhon doch bei sich gehabt. Mich hast du fertig gemacht, aber selber bist du auch nicht viel besser. Du hast kein Recht, mich zu beschimpfen. Du kennst doch unsere Lage hier überhaupt nicht, also pass auf, was du sagst. Wir haben nur für die Menschheit gekämpft. Leidest du immer noch unter deinen Wahnvorstellungen? Wir werden ja sehen. Ich werde selbst etwas Großes vollbringen, jetzt wo ich erfolgreich mit Amaryllis war. Kann ich nicht einfach aufhören. Tu, was du für richtig hältst. Ich werde jetzt auflegen, ruf mich nicht wieder an. Godren. Godren, du bist genauso wie ich. Wenn Menschen an den Rand gedrängt werden, sind wir alle gleich. Na gut, wenn du mir so kommst, dann habe ich auch eine Idee. Deckname Königin Dinkanos versteckte unsterbliche Solibal. Wenn ich die in die Hand bekomme, kann ich euch ein für alle Mal vernichten.
Na dann, wollen wir mal. Haha. Muhahaha. Medo? Du hast ja schon wieder nichts gegessen. Die sind pro Tag auf 30 beschränkt. Ich habe schon früh morgens angestanden, um sie zu besorgen. Na gut. Sag Bescheid, falls du später Hunger hast. Ich gehe dann. Jo. Wie siehst du denn aus, Medo? Wie jemand ganz anderes. Wo sind denn dein fröhliches Lachen und dein ewiger Optimismus hin? Selbst den Glanz in den Augen hast du verloren. Das gefällt mir gut. Du bist mir früher eh auf die Nerven gegangen. Haha. Medo, willst du mehr Macht? Was hat Ahmad da vor? Er ist jetzt zu Medo gegangen und hat gesagt, Medo, willst du mehr Macht? Oh shit, was hat Ahmad vor? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und die Antwort auf diese Frage werden wir dann in den nächsten Folgen von Soulworker beantwortet bekommen. Wir sind jetzt hier erst einmal fertig mit Gray City. Ich werde jetzt einfach mal die ganzen Nebenquests noch so ein bisschen abarbeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Können ja hier nebenbei noch rasch... Ah, schau mal, wir haben hier sogar noch eine neue Uniform bekommen. Sehr schön. Dann noch ein paar Belohnungen. Verborgene Kisten, die werden wir jetzt ja auch noch aufmachen. Ich werde jetzt also einfach mal schauen, dass wir wirklich Abreise fertig sind. Also die ganzen Nebenquests machen, das Inventar so ein bisschen aufräumen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr hier wieder einschalten würdet, dann auf dem Weg nach Rune Fortress. Und ich bin schon sehr gespannt. Die Geschichte nähert sich jetzt eigentlich immer mehr ihrem Höhepunkt. Wir haben so viele Verdächtige mittlerweile. Henrik ist jetzt auch in Rune Fortress unterwegs. Es gibt die Blood Soulworker. Ahmad und Nathan hacken auch irgendwas aus. Und jetzt ziehen die da auch noch Medo mit rein. Ich habe echt keine Ahnung, was da auf uns zukommen wird. Es wird eine riesige Überraschung werden, glaube ich. Ein riesiger Plot-Twist auch noch. Also, ja. Das war's jetzt hier erstmal von mir. Ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Soulworker wiedersehen. Bis dann, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.